Ja, morgen ist es soweit. Morgen 18.30 Uhr startet der Livestream. Kochen à la Shizu. Ich bin selber sehr gespannt, wie es wird. Und morgen werde ich Gulasch kochen. Und jetzt heute Abend zur späten Stunde, wir haben heute einen Tag vor diesem Livestream, heute ist Dienstag, wir haben es jetzt genau 21 Uhr und ich werde jetzt alles einkaufen, was ich morgen zum Kochen brauche und ich habe hier so eine dahin gekrakelte Anleitung. Aha. Das hat mir keiner erzählt. Nee, jetzt riecht wieder auch dran. Boah, abartig. Ekelhaft. So, und ich schreibe mir jetzt hier auf, was ich dafür alles brauche. So, Lorbeerblätter. Da geht's schon los. Hab ich eigentlich noch Lorbeerblätter? Muss ich gleich nochmal schnell in der Küche gucken. So, dann. Knoblauchzehen. Steht hier 2 Zehen. Ja, also. Knoblauch, dann Pilze, 2x Paprika, rot, so dann 2x Zwiebeln, so dann 2x Paprika, Schmalz, oder Schmalz, 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 so da hab ich Tomate, Mark, Paprika, scharf, dann muss ich haben, so. Boah, das stinkt ja so. Abartig. Gib ich zur Adoption frei. Gib ich zur Adoption frei und ich wette, Lazars nimmt sofort Carlo auf jeden Fall. Lucy vielleicht auch. So, wir können ja tauschen. Ich nehme dann Penny. Mal gucken, wie das läuft. Austauschkatzen. Ne? So. Anschließend tauschen wir sie wieder zurück und dann haben sie hoffentlich mal ihren Horizont erweitert. Das wäre auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für dich und für mich. So, Rotwein. So, Rinderfond. Genau. Rinderfond. Toll. Eigentlich brauche ich alles. So, Schießlos. Angekommen bei Real, jetzt geht's los. Wir haben immer ein bisschen länger auf, deswegen können wir hier schon einkaufen. Und jetzt geht's los. Ich habe wirklich eine ganze Menge aufgeschrieben. Das muss jetzt alles eingekauft werden. Und dann sehen wir uns gleich im Anschluss wieder. So, ich habe alles bekommen bis auf Schweineschmalz. Das Ganze liegt jetzt circa bei 20 Euro. Das ist völlig im Rahmen. Also morgen ganz wichtig nochmal, bevor das Stream losgeht, nochmal Schweineschmalz besorgen. So, und jetzt geht's zurück nach Hause und dann zeige ich euch nochmal, was ich jetzt alles eingekauft habe. So. Ich bin wieder zurück vom Einkauf und jetzt zeige ich euch mal, was ich eingekauft habe. Und zwar folgendes. Also, falls hier Fragen aufkommen, mit wem ich einkaufen war, mit meinem Vater zusammen, da ich selber kein Auto habe. Ich habe nur einen Führerschein, aber kein Auto. Und der ist mit mir jetzt nochmal am späten Abend los und das ist sehr nett gewesen. Vielen Dank an meinen Vater an der Stelle. Also für das Gulasch morgen schöne braune Champignons. Dann um das Gulasch anzubraten, nochmal hier so ein Pflanzenfett. Dann brauchen wir für die Soße auf jeden Fall Tomatenmark. Klar, Gulasch habe ich jetzt einfach mal abgepackt genommen, weil dort um die Uhrzeit der Tresen nicht mehr auf hat, nicht mehr geöffnet hat. Ansonsten, na klar, eher lieber frisches Gulasch. Aber wiederum war das hier auch jetzt in der Werbung. Also insofern ist gar nicht mal so verkehrt. So, dann noch 2 Zwiebeln, ganz einfache Zwiebeln. Genauso Knoblauch. Wo ist das jetzt? Da. Knoblauch, da brauchen wir aber nur so 2 Zehen. 2 Knoblauchzehen. Dann 2x rote Paprika. Dann ein bisschen Rotwein, ein trockener Rotwein und Rinderfond. Ich werde dazu Spätzle essen. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt,
Achso, was ist hier noch drin? Achso, saure Sahne noch, genau. Saure Sahne. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Schweineschmalz. Schweineschmalz gab es da nicht, muss ich morgen nochmal neu dazu kaufen. Ja, und ansonsten, klar, gehören noch dazu die verschiedensten Gewürze, aber die habe ich alle da. Und war noch irgendwas, was dazu gehört? Die verschiedensten Gewürze, Mehl brauchen wir auch noch, habe ich aber. Ja. Aber das waren halt die Sachen, die jetzt fehlten, die ich auf jeden Fall noch brauchte. Und da sind sie jetzt. Übrigens, hier liegen ganz viele Äpfel, könnt ihr sehen. Ganz viele Äpfel, die habe ich Anfang der Woche war das. Also jetzt am Montag habe ich die geschenkt bekommen beim Arbeiten. Hat uns dort eine ältere Frau geschenkt. Und bevor die alle vergammeln, hat sie gesagt, könnt ihr die gerne mitnehmen. Also, das war das. Das war schon mal der Einkauf für den morgigen Livestream. Ab 18.30 Uhr geht's los, hier aus der Küche. Ich werde dann gucken, dass ich die eine Webcam irgendwie hier oben befestige, dass sie hier so runterfilmt auf die Arbeitsplatte, auf die Arbeitsfläche. Und die andere Kamera werde ich wahrscheinlich hier so bei der Tür hinstellen, dass sie dann hier so reinfilmt in die Küche. Aber ich muss auch noch schauen, dass ich natürlich den kompletten PC hierher bekomme. Der muss also komplett hier irgendwo hingestellt werden mit den zwei Bildschirmen, Tastatur, Maus, alles. Das muss irgendwie alles hier noch eingerichtet werden. Und ich glaube, vom Licht her ist das auch nicht so optimal. Da müsst ihr auch nochmal gucken, dass ich mir nochmal zumindest eine Softbox irgendwie hier beim Fenster hinstelle oder so, dass das hier ein bisschen heller beleuchtet ist. Also das heißt, wenn ich morgen Feierabend habe, 15:45, dann ab nach Hause und dann heißt das alles vorbereiten, dass es dann pünktlich ab 18.30 Uhr losgeht. Ich freue mich sehr drauf, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ihr könnt jetzt nochmal gerne hier oben auf die Infocard klicken und nochmal das ein oder andere Video oder die ein oder andere Playlist abchecken. Außerdem wartet ja auch wieder eine kleine Abstimmung auf euch, die ich mir tatsächlich immer wieder angucke. Zum Beispiel wolltet ihr eigentlich in der Mehrheit, dass ich lieber im ersten Kochstream hier die Wirsingrolle anmache. Habe mich jetzt aber dem ein bisschen widersetzt, ja, und Gulasch gemacht, weil ich persönlich einfach mehr Bock auf Gulasch habe, das mal wieder zu essen. Habe ich länger nicht mehr gegessen. Aber ich verspreche euch, im zweiten Stream sofort Wirsingrolladen. Und dann als drittes mache ich komplett von A bis Z selbstgemachte Pizza. Und je nachdem, wie die Streams ankommen, werde ich das dann auch fortführen. Ne? Das liegt bei euch. Und ja, also aktuell auch wieder eine Umfrage da oben. Könnt ihr gerne mal drauf gehen. Ah, jetzt ist das Bild ein bisschen heller geworden, ne? Oder? Naja. Also, ich freue mich auf morgen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin, macht es gut. Einen schönen Abend, bzw. eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns morgen. Tschüss.